Hallo Kackbratzen. At last you've come. Friends, the door of fate shall open. Ich vermute mal, dass einige von euch schon ganz gespannt wie ein Flitzebogen auf das kommende Stellarboobs sind. Das Spiel hat auch zwei eindeutige Verkaufsargumente. Aber auch in der Vergangenheit, und zwar genauer gesagt auf der PS1, hatten wir schon Spiele, die nicht mit gewissen Vorzügen sparten. Heute sprechen wir allerdings nicht über Tomb Raider, sondern über eine andere Perle, die meiner Meinung nach vielleicht nicht wirklich so bekannt ist. Heute dreht sich alles um Danger Girl, ein Third-Person-Shooter aus dem Hause THQ, das im Jahr 2000 für die Ur-PlayStation veröffentlicht wurde. Tomb Raider ist trotzdem ein gutes Stichwort, zumindest was die Protagonisten betreffen. Unter der Haube finden wir allerdings die Engine von Duke Nukem Time to Kill. Man kann sich also vielleicht schon vorstellen, was uns am Ende erwarten wird. Das Spiel Danger Girl basiert lose auf der gleichnamigen siebenteiligen Comicreihe aus dem Jahr 1998. Es folgt Abby Chase, Sidney Savage und Jay-Z im Kampf gegen Major Maxim und Natalia Kassel des Hammer Imperiums. And we have more of this. Several times. Also eine Art viertes Neonazi-Reich. Und natürlich müssen unsere Doppel-D-Agentinnen mit aller Kraft die Welt retten. Während die Story vielleicht nicht unbedingt tiefgründig ist, lassen die Hauptdarstellerin dank ihres Dekolletés allerdings jedoch sehr tief blicken. Vom Gameplay her ist Danger Girl leider ein absoluter feuchter Fiebertraum. Your course of action is clear. Keep the collateral damage to a minimum, JC. Deuce, JC! Die Steuerung hackt an allen Ecken und Enden, aber vermutlich dachte man sich beim Entwicklerstudio N-Space, dass ein wenig Wackeln mit dem Arsch und Titten die Spieler vielleicht von dem einen oder anderen Fehler hinwegsehen könnten. Hat leider jetzt nicht so gut geklappt. Übrigens haben wir dem Studio nicht nur Duke Nukem Time to Kill und Land of the Babes zu verdanken, auf dessen Engine auch Danger Girl läuft, sondern man entwickelte unter anderem auch einige Call of Duty und James Bond Spiele für das Nintendo DS, sowie mit Wings Join the Club das wohl schlechteste PSP-Spiel aller Zeiten. Aber Freunde der Nacht, eins dürft ihr mir glauben. Auch wenn das Spiel rein technisch gesehen absolute Grütze ist, macht dieser saftige Titel trotzdem sehr viel Spaß und kann sogar super süchtig machen. Deuce. Bow. Oh, too much interference. Man hat hier wirklich einen spannenden Cocktail serviert, da man doch ein recht abwechslungsreiches Gameplay integriert hat, mit einer Menge Schleich- und Scharfschützeneinlagen, garniert mit einer enorm großen Portion an Action und beispiellosen sexy Angriffen, bei denen nicht nur die Köpfe der Feinde platzen, sondern auch die Shirts unserer Heldinnen. Die gute Lara wirkt dagegen wirklich wie ein unschuldiges Mädchen von nebenan, denn wo die Brüste der Danger Girls zuschlagen, wächst kein Gras mehr. Go on, Bamboos. Go! Thanks, honey. Dieses Spiel führt euch durch ein mundgeklöppeltes Abenteuer mit kontrastierender Wildheit und einer absolut berauschenden Wirkung. Auch wenn das Gameplay sehr gut ausgepolstert ist, gibt es aber wie schon erwähnt eine Sache, die die Herzen und die Seele der Gamer mit absoluter Sicherheit zu brechen bringen wird. Die total vermasselte Steuerung. Get along, little doggie. Run away! Man könnte ja annehmen, dass sich unsere Heldinnen sich in ihren hauthängenden Anzügen in etwa so geschmeidig bewegen wie Kung-Fu-Kätzchen. Aber leider ist das nicht der Fall. Die Steuerung ist so steif wie ihre Nippel und leider lassen sie sich so agil wie ein Panzer durch die Level buxieren. Vermutlich liegt es an den dicken Brötchen, die sie mit sich herumschleppen, aber wenn man durch das Level läuft, können sie kaum ihre Beine über Hindernisse heben. Sie stolpern noch über den kleinsten Stein oder bleiben daran kleben und das Einzige, was Abhilfe schafft, ist die Sprungtaste. Generell lässt sich Danger Girl so schön steuern wie Bubsy 3D und das Spiel war rein technisch gesehen eine Ausgeburt der Hölle. Rein theoretisch kann man sich auch von hinten an einen Feind heranschleichen und diesen mit einem leisen Kill ausschalten. Aber wenn der Feind einfach nicht stillstehen kann und die Steuerung so feinfühlig wie ein großer Felsbrocken ist, dann ist halt das Gameplay total für den Arsch. Das Problem ist auch, dass man sehr oft in der Pampas hängen bleiben wird, gerade wenn es mal wieder hektischer auf dem Bildschirm zugeht und man deswegen unfairerweise sehr schnell ins Gras beißen wird. Die Ballerei, das eigentliche Kernelement, ist ein absolutes Chaos. Es gibt zwar ein automatisches Zielsystem, aber das funktioniert doch eher so schön wie schimmliger Kartoffelsalat. Insgesamt ist es die ungenaueste automatische Zielerfassung, die ich je auf der PS1 erlebt habe. Und was das für das manuelle Zielen bedeutet, kann man sich wohl vorstellen.
Im normalen Modus bewegt sich das Feuerkreuz so fluffig wie ein Nilpferd, weshalb die Gegner einem immer davonlaufen werden und es eine gefühlte Ewigkeit dauern wird, bis das Fadenkreuz endlich über einen Feind einrastet. Der ungezähmte, schnellere Zielmodus ist dagegen so schnell und dazu noch so unglaublich ruckartig, dass ein treffsicheres Zielen beinahe absolut unmöglich ist. Aber wer jetzt denkt, wo ist denn da das Problem? Die PS1 hatte damals doch den tollen DualShock-Controller mit den analogen Steuerknüppel. Das ist rein theoretisch richtig und wenn es ein Spiel gibt, das mit einem Controller gespielt werden muss, der zwei extra große Nippel hat, dann mit absoluter Sicherheit Doppel-D Danger Girl. Leider blockiert die Steuerung durch Druck der Analog-Taste auf dem Controller komplett. Auch der dümmste Affe hätte beim Testen feststellen müssen, dass mit der analogen Steuerung irgendwas nicht stimmt. Möglicherweise waren die Spieletester aber auch durch die vom BH befreiten Killermöpse abgelenkt. Das ist jetzt nur eine reine Vermutung. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur an mir oder an meinem Controller lag oder ob das ein generelles Problem ist. Solltet ihr das Spiel zu Hause haben, dann überprüft das bitte mal und schreibt mir euer Ergebnis in die Kommentare. Wie kann man ein Spiel mit einer komplett abgefuckten Steuerung noch besser machen? Mit Quicktime-Events. Wenn es etwas gibt, das ich hasse wie die Pest, dann ist es eine lahme Steuerung kombiniert mit wilden Quicktime-Events. Es scheint auch, als seien die Entwicklerfans des Films Verlockende Falle mit Catherine Zeta-Jones gewesen. Zumindest von dieser ganz speziellen Szene, in der die gute Catherine mit ihrem hauthängenden Strampelanzug katzengleich durch eine Laserfalle durchschlängeln musste. Natürlich gibt es diese Szene auch in Danger Girl, fein verpackt in einem Quicktime-Event, in dem man mit aller Vorsicht den Arsch und die zwei großen Möpse der guten Sydney ganz lasziv an den tödlichen Laserstrahlen vorbei manövrieren muss. Dieser akrobatische Akt wird natürlich in der dümmstmöglichen Art und Weise präsentiert, aber es ist vermutlich eines der spannendsten Szenen im ganzen Spiel, wobei ich vermute, dass die größte Anspannung bei vielen Spielern eher unterhalb der Gürtellinie entsteht. Wäre die beschissene Steuerung nicht, Danger Girl wäre so ein großartiges Spiel geworden. Okay, Val, you're up. I'm scanning the passcode now. Any day now, Val. Zum Glück sind die Feinde aber auch so schlau wie 2 Meter Feldweg, weshalb das Problem mit der Zielerfassung nicht ganz so schwerwiegend ist. Und wenn es flutscht, wie etwa in großräumigeren Arealen, dann macht das Spiel auch eine Menge Spaß, solange die Ischen eben auf keine Hindernisse treffen. Man rennt und ballert, während man sein Dekolleté zur Schau stellt und lässt die Köpfe der Feinde wie Luftballons auf dem Jahrmarkt platzen. Unser Held Gabriel aus Siphonfilter wäre mit Sicherheit sehr stolz auf diese Mädels. Denn im Gegensatz zu ihm laufen sie auch nicht breitbeinig durch die Gegend, als hätten sie eine vollgekackte Windel an. I guess my work here is done. Not so fast, Sid. The hammer's been using the rig to draw large amounts of mysterious material from the ocean floor. Und hier kommen wir auch schon zu einem Vorteil von Danger Girl. Die Grafik. Für ein Spiel aus dem Jahr 2002 ist dieser Titel nicht unbedingt ein grafisches Wunderwerk, aber die Polygone und ganz besonders die großen Tüten der Protagonistinnen können sich schon sehen lassen. Let me guess. You'd be willing to watch my back. Personally. Die Zwischensequenzen sind gezeichnet von stilvoll entblößter Haut und sinnliche Silhouetten, wobei ja schon die Comics nicht ohne waren. Auch wenn die Power der PS1 noch nicht kräftig genug war, um der Oberweite der Heldinnen gerecht zu werden, hat man trotzdem das Möglichste versucht, die auf 2 Beinen laufenden Möpse so überzeugend wie möglich auf den Bildschirm zu bringen. Selbst die gute Lara kann den hyperaufgeblasenen Dreamgirls nicht das Wasser reichen. N-Space hat sehr viel Wert auf das A und T gelegt, womit ich jetzt Arsch und Titten meine und dabei leider den Rest des Spiels irgendwie vergessen. Eher lieblos wurden die Pixel in die Landschaft gespritzt und dabei auch noch komplett falsch ausgeleuchtet. Vermutlich ging man davon aus, dass die Augen der Spieler fest auf den wippenden Hintern in der Mitte des Bildschirms kleben bleiben und die Welt darum herum nicht weiter auffällt. Johnny? Miss me already, babe? Johnny can understand. It's freezing down here. Insgesamt wirken die Level wie ein blockartiges Chaos und auch in die Feinde hat man nicht allzu viel Liebe gesteckt. Ein großes Problem entsteht, wenn die Grafik dem Gameplay im Weg steht. Und mit Grafik meine ich Brüste. Allzu oft wird die Sicht überraschenderweise durch 2 dicke Hoshis verdeckt. Die Entwickler waren sich wohl dessen bewusst und haben dem weiblichen Fett- und Drüsengewebe einen praktischen Transparenzeffekt verpasst. Ich will jetzt auch nicht darüber meckern, dass man auch bei den größten Feuergefechten darauf geachtet hat, dass die Hintern der Damen immer gut in Szene gesetzt werden. Nichts gegen wackelnde Ärsche, aber bei all der Hektik und Action wäre aber eine Fokussierung auf das Geschehen eindeutig von Vorteil gewesen. Die fiesen Friesen der Damen lasse ich mal unkommentiert. Die sind ebenso knackig wie deren Hintern und es scheint so, als hätten sie sich literweise Haarlack auf die Rübe geschüttet. Vermutlich reagieren deshalb die Mädels auch nicht, wenn die Feinde versuchen, ihre Köpfe mit Blei zu durchsieben, oder die Animationsabteilung wurde frühzeitig in den Urlaub geschickt. No, Val. It's only a few low-ranking goons. I'll handle it.
Der Ton im Spiel ist leider nicht besonders gut gelungen. Der Sound schmerzt in den Ohren, als würden sich die spitzen und übrigens im Spiel gut sichtbaren Nippel durch den Gehörkanal bis ins Gehirn bohren. Looks like the hammer switched to plan B. Die Sprachausgabe ist eine mittlere Katastrophe und das Piu-Piu-Piu der Waffen ist jetzt unterer Durchschnitt. Auch die schrecklich komponierte Musik macht es nicht besser, aber wir sind ja nicht wegen der Musik gekommen. Ich kann jetzt nicht direkt eine Empfehlung für Danger Girl aussprechen. Wenn man ein Fan der Comics ist, wird man sich das Spiel vermutlich damals schon geholt haben, aber heute bereitet das Gameplay höllische Schmerzen. Es mag ja sein, dass manchmal große Brüste dazu beitragen, den Tag etwas aufzuhellen, aber bei einer so miesen Steuerung können selbst die größten Scheinwerfer nichts mehr erhellen. And just how, pray tell, do I do that? Warum sollte man also Danger Girl heute noch spielen? Weil es doch irgendwie Spaß macht. Niemand hat jemals ein Spiel davor veröffentlicht, das so gezielt sexy ist und gleichzeitig noch ein ambitioniertes Gameplay hat wie diese Perle hier. Danger Girl macht auf die klassische Art und Weise süchtig, da man sich dazu hingezogen fühlt, ein Level immer und immer wieder durchzuzocken. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.